Willkommen zurück bei Dead by Daylight. Mit mir im TS ist der Rigi, leider wieder nicht in derselben Gruppe, aber irgendwann werden wir es hinbekommen. Dennoch eine spannende Runde. Viel Spaß! Simpel gehalten, das Spiel. Bitte? So simpel gehalten, das Spiel. Ja, aber die Idee ist natürlich, ich finde es grandios. Ja. Weil es nicht absehbar ist, jede Runde ist anders. Oh. Da werden wahrscheinlich sicher auch mal noch andere Maps und so dazukommen, könnte ich ja, mir vorstellen. Ja, und andere Waffen, andere Perks und was auch immer. Ja. Ich weiß, warum das nicht ging. Jetzt ein Update. Ach so, deswegen. Oh, der jagt einen, scheiße. Nein! Ich? Scheiße, jetzt ist der festgebackt vor mir und plötzlich knallt und dann steht er hinter mir. Jetzt habe ich aber ein Leck. Jetzt hat es bei mir geleckt. Total. Scheiße. Dann. Ja, der. Und ich liege im Boden und ich krackle weg. Nein! Der Arsch! Das Schwein! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Oh, der Sensemann! So, Kuh am Haken. Jetzt habe ich sicher wieder so einen Arsch, der stehen bleibt, bis ich tot bin. Das finde ich auch so daneben. Das sollte irgendwie, ich weiß auch nicht gehen oder so. Wir nur auf Zeit, irgendwie. 5 Sekunden oder muss man sich so und so lang, viele Meter entfernen oder so? Ja, genau. Weil das ist ja sonst. Zwei kommen und vor mir liegt eine Falle. Oh, du rennst rein. Sie rennt rein. Nee, sie hat's gesehen. Minuten braucht das aber fertig. Scheiße, ich bin weg und sie hat's erwischt. Oh Mist. Ja, da ist mal bei mir heute die Division deinstalliert. Die heilt mich super. Boah, drei sind schon verletzt, hey. Krass. Morgen kommt eine neue Folge von. Von? Weiter, mach ich mal. Morgen um 11 Uhr soll eine neue Runde. Und morgen Abend kommt ein Bruder von mir zu Besuch. Und der hat 10 Minuten Outlast gespielt. 10 Minuten. Danach hat er ausgemacht und so laut geschrien. Ich habe noch nie einen Kerl so laut schreien hören und sich so erschrecken. Ich kannte den Moment ja schon. Aber ich habe mich so erschrocken, weil er so laut geschrien hat. Oh Scheiß. Er soll morgen mit Webcam das spielen. So lange wie er kann, aber wenigstens länger als 15 Minuten. Also du weißt ja, der Moment, wo du in den Raum reingehst und da hängt da einer an der Lampe. Ja. Bis zu dem Moment hat er gespielt. Da eigentlich noch gar nichts passiert. Aber er konnte nicht weiter spielen, weil meine Frau nicht mehr schlafen konnte, meine Tochter aufgewacht ist von dem Gespräch. Oh. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, du spielst das morgen, wir nehmen das auf, wir sitzen beide vor der Cam und ich schneide das nachher zusammen und veröffentliche das dann. Okay. Boah, wenn er sich wieder so erschreckt, ich feiere das so. Scheiße.
Oh Mensch, haben wir ein Schwein im Moment. Ey, krass. Aber erst 4 Generatoren. Der ist gut, der ist verdammt gut. Und der geht weg. Also der geht wirklich weg. Die konnte mich vom Haken holen und der geht weg. Das ist. Aber trotzdem, hey, wir haben... Ich komme nicht dazu, irgendwas zu reparieren. Der hält uns voll auf Trab. Kämpfe! Das Spiel Zombie ist auch nicht schlecht. Kennst du ein gutes Spiel für 11,24 € bei Steam? Nein. Ja, heute so eine... Nein! Ich lauf ihm mitten in die Fresse. Scheiße, ich glaub's nicht. Nein! Ah. Schön in die Arme gelaufen. Nee. Ja. Jetzt hält's mich jetzt, ja. Was ist da nix? Ich höre. Nein! Ja, ich bin das zweite Mal, dass ich hänge, dann geht's schnell. Rettet mich bitte! Die meisten, die retten einen auch noch gar nicht. Scheiße, zweiten erwischt, der mich retten wollte. Soll ich mal was verraten? Was denn? Und der letzte ist zu weit weg. Ah, ich kann sterben. Seven Days to Die. Ja. Du meinst, das ist gut, ne? Ich find's cool. Ich habe leider noch nicht so viel gezockt. Aber das würde ich sehr, sehr gerne mal ein bisschen intensiver anschauen. Ja, das ich kann. Ist ähnlich, das Grundprinzip ist wie Ark, einfach mit Zombies. Ja. Das ist wirklich ganz cool.